Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen, und ich sage gleich Sonntagabend, weil ich konnte irgendwie nicht so richtig schlafen, mal eingeschlafen, wieder munter geworden, eingeschlafen, wieder munter geworden. Und ja, irgendwann habe ich dann doch immer 5 Stunden durchgeschlafen. Und dadurch ist es halt später geworden. Ja, deswegen gleich Sonntagabend. Heute kommen wir zur 256. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 700. 74. Geschichtsstunde von Egon. Ja, und kurz wieder gleich der Überblick, bevor wir loslegen mit den Tagesereignissen. Ja, jetzt gehen wieder die Zahlen rum. Heute sind zum Beispiel auch wieder nur 200 komischerweise genesen, weil ja die Zahl der Infizierten nicht ganz so hoch ist. Man muss ja die Steigerung beibehalten. Und passend dazu will die Frau Karliczek jedem eine Corona-Impfung zur Verfügung stellen. Sie können sich selber impfen lassen, Frau Karliczek, mit diesem Unkraut, was ihr uns da zusammenmischt, ne? Weil ihr seid skrupellos. Euch ist egal, wenn hier noch tausende Leute verrecken oder an irgendwas erkranken, nur weil ihr euren Wahn durchsetzen wollt, ne? Was anderes ist das nicht. Ja, 400 Verfahren wegen unberechtigter Abfragen durch Polizeibeamte. War bestimmt alles vor allen Dingen so Drogenhändler aus dem Drogenmilieu, die sich beschwert haben, dass sie überwacht worden sind. Weil vielleicht hat es jemand gesehen, ich habe es gestern mal gepostet, war in dem Beitrag zu wieder Demonstration oder die Neuinfektion gestiegen in den USA. Irgendwann wieder zu USA auf jeden Fall, was müsste man schauen. Da habe ich mal rausgekommen, ich habe es gefunden. Es ist im Internet zu sehen, diese beiden Mafia Teile von dieser Dokumentation, die zuletzt lief, da mitten in der Nacht, ganz früh, allerdings im ZDF Phoenix, die Wege der Mafia oder irgend sowas, ne? Das Netzwerk der Mafia, da wird mal schön gezeigt, erstens, wie der Herr Kennedy mit gefakten Stimmen, die Mafia ihm besorgt hat, die Wahl ganz knapp gewonnen hat damals. Demokrat, ne? Demokrat, wie die Gewerkschaften drin verstrickt waren. Das erfährt man so in den Teil 1 und dieser Teil 3, da geht es um diesen Aktivist Joe Colombo, der Mafia-Boss, der versucht hat, die Untersuchung gegen sich und Beschattung seiner Organisation, seiner Kriminellen dadurch abzuwehren, indem er auf Bürgerrechte und Antidiskriminierung gemacht hat. Ja, dazu passend sind natürlich dann die Ausschreitungen in Städten. Das ist wieder mal in Deutschland, ne? Jetzt sollen wieder alle Deutschen dafür leiden und Alkoholverbot. Nur weil wahrscheinlich eine kriminelle Clan-Mafia im Hintergrund dafür sorgt, dass die Polizei angegangen wird. Und dann von Polizeigewalt gesprochen wird, damit sie in Ruhe in den Parks weiter ihre Drogen verkaufen können. Muss man sich mal anschauen, diese Geschichte mit dem Joe Colombo. Genau dieselben, genauso läuft es heute ab. Ne? Ja, und dasselbe anhaltende Proteste in den US-Städten. Ja, kann man nämlich wunderbar vergleichen, beziehungsweise es ist totale Ähnlichkeit, wie es da gelaufen ist. Da wurden dann Straßennamen verboten oder Werbung verboten, die angeblich rassistisch war und jeder war benachteiligt plötzlich. Ja, bloß das Problem war, der Herr Joe Colombo hatte nicht mit seinen eigenen Leuten gerechnet. Die haben ihn dann um die Ecke bringen lassen, weil der Mafia das dann doch zu blöd war, dass sie zu sehr an die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Wollte sich eigentlich nicht so mit dem FBI anlegen, nur damit der Herr Joe Colombo seine Drogengeschäfte oder was er da alles gemacht hat, in Ruhe abziehen konnte. Ja, und dann die Zahlen hat man ja heute, hatte ich schon angekündigt, es geht wieder ein bisschen hoch. Der Tod kommt näher, meine Freunde. 305 Neuinfizierte oder halt eins, bevor ich anfange, ja nochmal ein Gruß an der AfD. Wahrscheinlich, ich würde sich jetzt Bundestagswahlen wahrscheinlich nicht mehr ändern. Vielleicht kommt ja noch die Einkehr, aber nach dem gestrigen Entscheidung in Stuttgart ist meine Stimme für euch bei der Bundestagswahl weg. Das steht fest. Die Erststimme, die werde ich, wenn hier der entsprechende Kandidat antritt in Erfurt, dem Kandidaten geben, der direkt antritt, weil ich habe keine Lust, solche Leute wie Herrn Meuthen und Herrn von Storch, also da tritt zwar nicht an, weil er ist ja wahrscheinlich weiter in der EU, aber solche Leute wie er einen schön gut bezahlten Job auf unsere Kosten zu verschaffen und in Wirklichkeit vertreten sie
unsere Interessen überhaupt nicht. So können zwar alle gut labern und erzählen da irgendwas, aber das, was erzählen, so wie SPD, CDU, meinen sie was ganz anderes. Und deswegen, ich werde auch noch im Laufe des Jahres, des Bundestagswahljahres, ein bisschen die Namen genauer benennen. Lieber besser, wenn sie auf der Liste auftauchen sollten, auf der Direktkandidatenliste nicht wählen sollte. Werde mich immer genau hinschauen. Und deswegen, liebe AfD, und das ist die einzige Chance, wie man diese Leute noch zur Raison bringen kann. Mal schauen, wie viele dann von den westdeutschen Verbänden noch in den Bundestag kommen. Leute, wählt mit der Zweitstimme eine andere Partei, die ihr meint, die für unsere Interessen steht. Wählt meinen, oder lasst es meinetwegen ganz weg. Noch besser als für jemanden zu wählen wie Meuthen zum Beispiel. Ne? Und wählt mit der Erststimme ihren Direktkandidaten. Und aus Erfahrung wissen wir ja, dass wahrscheinlich dann hier aus den ostdeutschen Bundesländern doch einige durchgehen werden, was in alten Bundesländern äußerst selten der Fall sein wird, gerade jetzt nach diesen Eskapaden des Herrn Meuthen. Und dann haben wir zwar vielleicht bloß 20, 30, 40 Leute im Bundestag sitzen von der AfD, aber da wissen wir, dass man sich auf die verlassen kann. Und mit denen kann man dann eine AfD aufbauen, die wirklich eine zweite Chance für Deutschland ist. Mit Meuthen, mit von Storch, mit Pasterski und all diesen Leuten. Kommen wir vom Regen in der Traufe. So, und jetzt zu den Zahlen. Das musste jetzt noch schnell raus. Das hatte ich ganz vergessen. Weil es ja hier nicht so aktuell drin steht. War ja gestern. Ja, 305 Neuinfektionen. 0, 0 verstorben. Also wahrscheinlich haben die müssen die gar nicht, dass sie krank waren, haben dann halt der Test gemacht und waren es plötzlich. Minus 200 Genesene, und da haben wir natürlich trotz allem, dass es so wenig Neuinfektionen sind, ein Saldo von plus 105. Und da sind wir jetzt sogar wieder ja, waren ja gestern schon über 6.000. 205.269 kumulativ Infizierte, minus 9.118 mutmaßlich daran Verstorbene. Und jetzt haben wir glatt 190.000, viele Nullen, muss ich aufpassen, dass ich keine vergesse, Genesene. Und da sind wir bei 6.151, kommt hin, ich dies, gestern waren es was bei 6.000, noch irgendwas knapp drüber. Ja, gut, brauchen wir uns nicht weiter damit zu beschäftigen, das werden ja nur noch Zahlen frisiert, um die zweite Welle zu machen. Ja, und im Übrigen ist das Interessante, diese ganzen Anti-Rassismus-Demonstranten, alles das stört alles nicht, oder solche Randalierer in Innenstädten, stört alles nicht so, da gibt es kein Corona. Nur wenn gegen diese Politik demonstriert werden soll oder Leute ganz normal von A nach B wollen in Deutschland, da gibt es Maßnahmen ohne Ende. Ne? Vielleicht schon mal aufgefallen. Ja, lasst euch weiter verarschen von solchen Leuten wie Meuthen, wie Karliczek, wie Merkel und Co. Dann schauen wir mal, wo dieses Land in ein, zwei Jahren ist. Ihr werdet bald nicht mehr zu fressen haben. Ja, gut, weiter geht's. Heute, wie gesagt, mit der 200. 56. Stunde zur Weltgeschichte. Gestern hatten wir die 255. Nochmal kurzer Rückblick. 400 im Jahr 430. Zosimos erfindet die Chemie, hat man da. Das war ein griechischer Alchemist, der da so das erste Mal so ein bisschen rumexperimentiert hat, in der Art, wie wir heute die Chemie kennen. Dann haben wir den 22. Juni 431 gehabt. Eklat bei Konzil in Ephesus, wo es dadurch um diesen Nestorianismus ging. Und sich da einige beleidigt gefühlt haben, so wird das Meuthen dann in Zukunft machen, damit das durchgeht, was er haben will. Er fängt schon mal an, obwohl noch nicht alle da sind. Es war da auch so, damit man das durchsetzen konnte, was man durchsetzen wollte, hat man nicht gewartet, bis so die anderen Gegenden kamen. Und dann hat man schnell schon mal diesen Nestorianismus, diesen, ja, wie nennt es sich, der, Patriarch von Konstantinopel, da wurde er schon mal praktisch verurteilt. Ja, weiter geht's um 431, Nationalheiliger Irlands, Patricks Missionstätigkeit, und das letzte hat man gestern mit im Jahr 432, klassische Basilika Santa Sabina, dann 436, Reich Burgund zerschlagen und 439, Autonomie der Westgoten besiegelt. Und noch einige Randbemerkungen, die uns dann schon bis ins Jahr 439, ja, hat man ja schon 439, halt, und dann hat man noch, ich wusste schon immer weiter, Leo der Erste, ein Papst rettet Rom, das war das Letzte, jetzt muss ich direkt mal schauen, ja, stimmt,
Leo I., ein Papst rettet Rom, das war 440, dann hat man 441 das Suebenreich, das waren die Urthüringer, die da so den Zopf an der Seite trugen. Suebenreich auf dem Höhepunkt und dann kam noch einige Randbemerkungen, die uns dann schon bis ins Jahr 444 geführt haben. Und damit sind wir heute beim Jahr 445 in der 256. Stunde zur Weltgeschichte. Und da haben wir als erstes: Attila wird Alleinherrscher. Attila, seit 433 König der Hunnen, ermordet seinen Bruder und Mitkönig Bleda. Damit wird er zum Alleinherrscher über das Hunnische Reich, das sich vom Don und der Oder im Nordwesten bis zu den Karpaten und zur Donau erstreckt. Seit ihrem Einfall nach Europa um das Jahr 375 hatten die Hunnen ein riesiges Territorium besetzen können, aus dem sie die ansässigen Völker, Germanen, Goten und Sarmaten vertrieben hatten. Das Hunnenreich entwickelte sich zum ernstzunehmenden Gegner Ost- und Westroms. Deren Kaiser wählten statt des offenen Kampfes den Weg der Diplomatie. Bereits 430 hatte sich Ostroms Kaiser Theodosius II. Den Frieden mit hohen Tributzahlungen erkaufen müssen. Ab 433 herrschten Attila und sein Bruder Bleda gemeinsam über das Hunnenreich. 434 musste der weströmische Heerführer Flavius Aetius Teile Pannoniens an die Hunnen abtreten. Geschickt taktierten die Hunnen mit den römischen Herrschern. Gegen die Zahlung hoher Tribute sicherten sie ihnen Hilfe beim Schutz der Reichsgrenzen zu. 436 verstärkten sie das weströmische Heer mit berittenen Kriegern, um das Burgunderreich zu zerschlagen. Dieser Vorfall bildet den historischen Kern der Nibelungensage. Bei den dort auftauchenden Hunnen handelt es sich jedoch um römische Hilfstruppen, nicht um Attilas Hunnen. Als Attila 441 Raubzüge durch die oströmischen Balkanprovinzen unternahm, konnte sich Kaiser Theodosius II. Nur durch die Zahlung neuer Gelder von weiteren Überfällen freikaufen. 445 demonstriert Attila erneut seine Macht, als er südlich der Donau das oströmische Heer vernichtend schlägt. Viele spätantike Quellen stellen den Hunnenkönig Attila als Plünderer dar. Doch gilt in der historischen Forschung heute die Auffassung, dass dieses Bild einseitig ist und der Rolle Attilas in der Geschichte nicht gerecht wird. Über die wahren Ziele des legendären Hunnenführers ist bis heute nur wenig bekannt. Fraglich ist nach wie vor, ob Attila vorhatte, ein Großreich zu bilden. Hingegen gilt es als wahrscheinlich, dass die Zerschlagung des Römischen Reichs nicht in der Absicht der Hunnen lag. Trotz vieler erfolgreicher Raubzüge sah Attila in einer langfristigen Beziehung zu Rom wohl einen wichtigen Faktor zur Stabilisierung seines nur lose kontrollierten Herrschaftsraumes. Er beschäftigte unter anderem den Römer Orestes als Berater, den er noch aus seiner Kindheit in Ravenna kannte. Während Attila in der christlichen Überlieferung als in Anführungszeichen Geisel Gottes, Anführungszeichen Ende, fortlebt und in der altnordischen Sage als goldgieriger und grausamer Adli auftritt, erscheint er in der deutschen Heldendichtung als gütiger Herrscher, der an seinem Hofe der hilfesuchenden Kriemhild Unterstützung gewährt, als Etzel im Nibelungenlied. Obwohl die Hunnen als Reitervolk nur wenige nachweisliche Spuren hinterlassen haben, schreibt ihnen die Archäologie einige Bodendenkmäler in Europa zu. Dazu zählt unter anderem die Etzelsburg, ein altes Römerkastell bei Schwäbisch Gmünd. Ja, da war es auch so. Die Römer haben sich gegenseitig fertig gemacht im Kampf um West- und Ostrom. Die Kirche hat dazu ordentlich beigetragen. Mit ihren theologischen Streiten. Und gefreut hat sich ein Dritter. Das waren die Hunnen. Die haben in der Zeit Europa geplündert. Heute sind es die Protagonisten, sind Merkel und auf der anderen Seite wir. Wir versuchen das noch zu retten, versuchen Merkel am Zahn zu halten. Meuten sind so die
Hintermänner, die dann versuchen, alles wieder zu zerstören. Und ja, und die Hunden, heute der Herr Erdogan, kann seine Truppen nach und nach nach Europa schicken als Schutzbedürftige und diesen Kontinent ausnehmen, plündern und uns zum Narren halten. Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Papst Leo I. führt Verhandlungen mit Hunnenkönig Attila. Durch Diplomatie gelingt es ihm, den Hunnenvormarsch zu stoppen. In Klammern Miniatur aus der sächsischen Weltchronik 13. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, haben wir ja auch jetzt. Ne? Wir haben die Osteuropäer, die sich wehren gegen die Migration und. Und dann haben wir die Verräter an Europa, die im Westen sitzen und aus Machtgelüsten und ganz anderen Gründen als Humanität weiter festhalten an der Flutung Europas mit Migranten, mit angeblichen Schutzbedürftigen. Und freuen tun sich alle, die uns ausplündern und ausnehmen wollen. Entweder ganz leicht über die EU, wie die Frau Merkel, wenn die das Geld verteilt, oder mal schnell der Herr Scholz und der Herr Maas und der Herr Müller internationale Hilfe verteilt. Ne? Und dann gibt es die, die direkt im Land sind und unsere Städte plündern. Weiter geht's. Mit dem Jahre 446 eine Randbemerkung. Chilperich I. wird der erste Burgunderkönig seit der Zerschlagung des alten Burgunderreichs durch den weströmischen Feldherrn Flavius Aetius. Unter seiner Führung dringen die Burgunder von der Region um den Genfer See in die Westschweiz vor. Könnt ihr euch erinnern, hat man da auf der Karte, war so um Genf herum, wo die sich angesiedelt hatten am Ende. Dann haben wir 446, eine etwas größer oder kleiner Hauptartikel. 446, chinesisches Bollwerk. Im Nordwesten Chinas wird das Bollwerk der chinesischen Mauer ausgebaut. Die bisher hauptsächlich aus einem Erdwall bestehende Befestigungsanlage wird über eine Strecke von rund 500 Kilometern mit Mauerwerk verstärkt. Mit der gewaltigen Festung schützt sich das Reich der nördlichen Wei gegen potenzielle Angreifer. Handel gab es trotzdem. Wer aus China raus wollte, konnte es gerne tun. Aber man hat sich halt vor diesen nördlichen Stämmen geschützt. Ja. Mauern können helfen. Es müssen bloß die richtigen noch sein, diese bauen und auf der richtigen Seite stehen. Wenn man Verräter hinter den eigenen Mauern hat, die den anderen die Tore offen, nützt die beste Mauer nichts. Weiter geht's. Mit 448, also das Jahr 448, Britannien wird erneut von einer verheerenden Pestepidemie heimgesucht, der tausende Menschen zum Opfer fallen. Und weiter geht's mit dem Jahr 449. Monophysitismus gestärkt. In der sogenannten Räubersynode von Ephesus bekräftigen die Teilnehmer den monophysitischen Glauben des Eutyches. Darin wird Christus eine gottmenschliche Natur bestätigt. Die Bezeichnung in Anführungszeichen Räubersynode, Anführungszeichen Ende, geht auf Papst Leo I. zurück. Das Konzil von Chalkedon verwirft 451 die Beschlüsse der umstrittenen Synode. Und dann geht's weiter mit dem Jahre 449. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, die Randbemerkungen kommen alle danach. Jahr 449. Sachsen angeln Jüten, Germanen in Britannien. Nach dem Abzug der römischen Besatzungstruppen ruft der britische König Vortigern Sachsen angeln und Jüten zu Hilfe, um das britische Kernland gegen die Angriffe der Pikten und Skoten zu verteidigen. In den folgenden Jahren setzen tausende Germanen auf die britische Insel über und nehmen weite Teile des Landes in Besitz. Erste Unterüberschrift oder erster ja, Unterartikel zu diesem zweiseitigen Artikel. Auszug per Boot. Schon in früherer Zeit waren immer wieder Germanen nach Britannien gekommen. Die Römer gewährten ihnen Bleiberecht und wiesen ihnen Siedlungsgebiete zu.
Als die im Norden und Westen der Insel ansässigen Stämme der Pikten und Skoten nach dem Abzug der römischen Truppen die gesamte Insel einzunehmen versuchen, ruft der britische König Vortigern die jüdischen Fürsten Hengist und Horsa als Verbündete im Abwehrkampf zu Hilfe. Es folgen Verbände der Angeln und Sachsen, später noch der Friesen und Alemannen. Große Flotten sind nötig, um die vielen Menschen überzusetzen. Da Fahrten über die offene See zu riskant sind, fahren die Schiffe von Jütland, in Klammern heutiges Dänemark, Klammer zu, an der Nordseeküste entlang bis zum Ärmelkanal, den sie an der schmalsten Stelle zwischen Gallien und Britannien, etwa beim heutigen Calais, überqueren. Um die Schiffe belastbar und sicher für Menschen und Güter zu machen, konstruieren die germanischen Handwerker flache Schiffe aus Kiefernholz ohne Segel. Durch Ruderkraft angetrieben, können sie die kurze Strecke bei ruhiger See gut bewältigen. Im Flottenverband bringen sie im Fährbetrieb tausende Menschen mit ihrem Hab und Gut nach Britannien. Dokument dieser Völkerwanderung sind die sogenannten Goldschiffe von Norse, die in Jütland im 20. Jahrhundert ausgegraben werden. Dabei handelt es sich um 2 Dutzend winzige Plättchen aus Blattgold, die in Form kleiner Schiffchen gefaltet sind und in einem Gefäß lagen. Die Archäologie geht davon aus, dass es sich um eine Opfergabe handelt. Vermutlich baten die Sachsen mit der Darbringung der Kleinkunstwerke die Götzen um eine sichere Überfahrt über den Kanal. Bei der Auswanderung über das Meer betreten die Sachsen keineswegs Neuland. Seit Jahrhunderten sind sie an der europäischen Westküste gefürchtet, da sie in ihren kleinen Booten schnelle Raubzüge durchführen können. In der römischen Sprache dieser Zeit ist der Begriff in Anführungszeichen Sachse, Anführungszeichen Ende, ein Synonym für Pirat. Die Schiffe der Germanen sind damit Vorgänger der Drachenboote, die die Wikinger später nutzen werden. Letzter Unterabschnitt zu diesem Artikel. Jetzt habe ich es von euch überlegt. Unterabschnitt, richtig. Germanen gegen Briten. Nach dem erfolgreichen Kampf gegen Pikten und Skoten bedrängen die Germanen die verbündeten Briten. Sie lassen sich zunächst im Südosten nieder und dehnen sich dann nach Norden aus. Dabei treiben sie die einheimische Bevölkerung immer weiter zurück, wie aus einem Bittbrief der Briten an den weströmischen Heerführer Flavius Aetius hervorgeht. Zitat: Die Barbaren drängen uns an das Meer zurück. Das Meer drängt uns zu den Barbaren zurück. Eine dieser beiden Todesarten, das Ertrinken oder Erschlagen, wird uns ereilen. Zitat Ende. Doch das in Britannien einstmals mächtige Rom kann den bedrängten Briten nicht zu Hilfe eilen. Ganz Gallien ist bereits durch die Burgunder und Westgoten der Kontrolle des einstigen Imperiums entglitten. Schließlich verbünden sich einige britische Stämme mit den ehemals verfeindeten Pikten und versuchen, die Germanen wieder zu vertreiben, ohne Erfolg. Die Briten werden zunehmend nach Wales und in die Bretagne abgedrängt. Zum Teil verschmelzen aber auch die Kulturen der Einwanderer und der Einheimischen. Viele der germanischen Festlandskrieger heiraten britische Frauen. Die Germanen nutzen außerdem das von den Römern angelegte Straßennetz sowie deren massive Verteidigungsanlagen. Ansonsten stehen sie der römischen Kultur, die die Städte Britanniens über Jahrhunderte geprägt hatte, aber eher ablehnend gegenüber. Das belegen heute viele archäologische Funde, wie das prächtige Fußbodenmosaik einer römischen Villa, auf dem die Germanen ein Lagerfeuer entzündeten. Die Siedlungsgebiete teilen die Germanen nach Stämmen auf. In Essex siedeln Sachsen, die sächsischen Chauken sichern sich Sussex, Wessex und Northumbria. In Mercia und East Anglia lassen sich die Angeln nieder und die Jüten finden eine neue Heimat in Kent. Ja, da könnt ihr mal sehen. So eine eigentlich miteinander verbundene Kultur, die Briten und die Germanen, die Deutschen. Schon seit dieser Zeit.
Und dann habt ihr euch dazu hinreißen lassen, gegen uns in den Krieg zu ziehen, um Leute zu befreien, die heute dafür gesorgt haben, dass euer schönes Großbritannien verwüstet wird von Zuwanderern, die man eigentlich nicht haben will, die uns nur eingeredet werden, dass sie eine Bereicherung wären. Und eure Hauptstadt wird regiert von einem Khan. Tja, so sind die Hunnen in Anführungszeichen im Nachhinein erfolgreich geworden. Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Das in Anführungszeichen Nydam-Boot, Anführungszeichen Ende, ist ein seetüchtiges germanisches Boot aus dem 3. bis 5. Jahrhundert, das auf jeder Seite 18 Ruderern Platz bietet. Mit derartigen Schiffen setzen die Germanen vermutlich nach Britannien über. Tja, wie gesagt, geht mal ganz tief in euch, liebe echte Briten, also nicht die, da war das auch wie bei uns nach und nach zu Briten gemacht hat, durch den Zerfall eures Kolonialreiches und so weiter, so einen richtigen Inselbriten, sage ich es mal so. Was habt ihr davon gehabt, dass ihr uns damals bekämpft habt? Ich glaube, wir wären besser miteinander ausgekommen, als ihr jetzt mit Afrikanern und Moslems miteinander auskommt. Weiter geht's mit dem Jahre 449, eine Randbemerkung. Armeniens Königshaus lehnt die von Persien befohlene Bekehrung zum Zoroastrismus ab. Stattdessen entscheidet es sich für das Christentum. Armenien steht unter persischer Herrschaft. Weiter geht's mit drei Randbemerkungen. Erst eine etwas längere um 450. Im Südwesten des nordamerikanischen Kontinents bildet sich die sogenannte Korbflechterkultur, in Klammern auch Anasazi-Kultur, Klammer zu, heraus. Kurzes Bräuchlein, Entschuldigung. Ihre typischen Merkmale sind auf Flussterrassen gebaute, flache Grubenhäuser, eine relativ weit entwickelte Landwirtschaft im Schwemmland sowie die Übernahme des Töpferhandwerks von der benachbarten Mogollon-Kultur. Nochmal um 450 eine Randbemerkung. In den Gebieten an der Oder, die von den Goten aufgegeben worden sind, lassen sich die ersten Slawen nieder. Und als letzte Randbemerkung auf der Seite, ebenfalls um 450, im ägyptischen Kulturkreis wird die griechische Schrift eingeführt. Sie löst die seit Jahrtausenden übliche Hieroglyphenschrift ab. Griechisch, nicht arabisch. Ja, hatte ich euch das Bild gezeigt? Ja, hatte ich gezeigt, richtig. Ja, und damit geht es weiter. Und da sind wir im Jahr 451. Jetzt muss ich nochmal schauen, das dürfte dann mit nicht tangieren, können wir also das als erstes nehmen. Der große Artikel vom 20. Juni 451. Hunnen erleiden Niederlage. Auf den katalanischen Feldern in der heutigen Champagne besiegt eine Allianz von Germanen und Weströmern die Hunnen. König Attila wird auf seinem Siegeszug gegen Westen gestoppt. Nachdem die Hunnen die Gebiete an der Donau geplündert hatten, suchte Attila neue Ziele. In Gallien erwartete er reiche Beute und weitere Macht. Der Historiker Priskos berichtet, Attila habe sich durch eine Heirat mit der aus dem römischen Kaiserhaus stammenden Honoria zum rechtmäßigen König über Gallien erheben wollen. Im Frühjahr 451 erreichte Attilas gefürchtetes Heer, verstärkt durch die Truppen unterworfener Völker, die Rheingrenze. Plündernd zog die Armee weiter in Richtung Westen und nahm die Stadt Metz ein. Vor dem gut befestigten Orléans wurden Attilas Krieger von den Bewohnern, deren Widerstand der Erzbischof Aignan organisiert hatte, aufgehalten. Unterdessen war der Heerführer Flavius Aetius mit weströmischen Soldaten herangeeilt. Westgotenkönig Theoderich I., vertraglich zum Beistand verpflichtet, unterstützte die Römer mit weiteren Truppen. Angesichts dieser Übermacht blieb Attila kaum eine andere Wahl, als vor dem vereinten Feind zu fliehen.
Auf den katalanischen Feldern zwischen Chalon-sur-Marne und Troyes kommt es zur Entscheidungsschlacht, in der unter anderem Theoderich stirbt, Troyes geschrieben Troyes, und Chalons-sur-Marne, Chalons-sur-Marne, ne, Marne. Welche Dimension die Schlacht hat, ist bis heute umstritten. Der gotische Geschichtsschreiber Jordanes berichtet im 6. Jahrhundert, vermutlich übertrieben, von 500.000 Kämpfern. Nach Ansicht heutiger Militärhistoriker war es zu jener Zeit logistisch nicht möglich, ein Heer von mehr als 50.000 Mann zu befehligen und zu versorgen. Nach der Niederlage müssen sich die Hunnen in die Theißebene zurückziehen. Noch einmal versucht Attila, neues Land zu erobern. Ein Jahr nach der Schlacht bei den katalanischen Feldern fallen die Hunnen plündernd in Italien ein. Punkt. Kurz bevor Attila Rom angreifen kann, erreicht eine Gesandtschaft von Papst Leo I. das Lager der Hunnen und bewegt sie zum Umkehren. Attila zieht sich in seinen ursprünglichen Herrschaftsraum zurück. 453 verheiratet er sich mit der Gotin Ildiko. In der Hochzeitsnacht stirbt der Hunnenkönig. Bis heute ist die Todesursache ungeklärt. Einigen Theorien zufolge soll Ildiko Attila im Auftrag Roms vergiftet haben. Andere Quellen sprechen von einem Blutsturz, dem der Hunnenkönig erliegt. Das Hunnenreich überdauert seinen berühmtesten Herrscher nur kurze Zeit. Eine Nachfolgeregelung gibt es nicht. Attilas Söhne sind außerstande, das Reich zusammenzuhalten. Das bemerken auch die Untertanen und machen sich selbstständig. Unter Führung des Gepidenkönigs Arderich kommt es zu Aufständen. Noch im Jahre 454 erleiden die Hunnen eine Niederlage am Fluss Nedao in Pannonien, heutiges Ungarn, Klammer zu, Punkt. Daraufhin zieht sich das Reitervolk in den Osten zurück, wo es mit verwandten Stämmen neue Koalitionen eingeht. Als in späteren Jahren einige Nachfahren Attilas versuchen, erneut Bündnisse mit Ostrom zu schließen, lehnen die Kaiser ab. Ja, die waren zumindest lernfähig, die haben das gelernt aus diesem Bündnisse schließen mit solchen Leuten. Hier ist es so, je schlimmer es wird, umso mehr machen sie dasselbe weiter wie vorher. Merkel, Macron und ja, ihr kennt die ganzen Namen. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Medaille mit dem fiktiven Porträt Attilas aus der Sammlung Kaiser Rudolfs II. In Klammern um 1600, Klammer zu. In der Schlacht auf den katalanischen Feldern muss der Hunnenkönig eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Amen. Und dann noch ein Stück Milch. 8 Seiten schaffen wir. Das ist wahrscheinlich in dem Buch, jetzt in dem Band, nicht mehr anders möglich. Zumal er jeden Tag immer wieder schöne, massenhafte, lustige, in Anführungszeichen, Meldungen aus der Aktualität erreichen, die ich natürlich am Anfang mal gleich weiterreiche. Weiter geht's mit einer Randbemerkung, nehmen wir die erst weg, aus dem Jahre 451, die Kastellkirche von Tenedo, in Klammern heutiges Zurzach in der Schweiz, Klammer zu, erhält ein Taufbecken mit einer Feuerstelle zum Erwärmen des Taufwassers. Zu dieser Zeit wird noch immer die Erwachsenentaufe ausgeübt. Der Täufling steht dabei aufrecht im Wasser. Und weiter geht's mit dem Oktober 451. Konzil zu Chalkedon stärkt Leo I. Beim 4. Ökumenischen Konzil in Chalkedon wird das von Papst Leo I. verfasste Lehrschreiben, in Anführungszeichen Epistola, Anführungszeichen Ende, von den rund 600 anwesenden Bischöfen begeistert aufgenommen. Der Papst erklärt darin, dass im Gottmenschen Jesus Christus die göttliche und menschliche Natur nebeneinander bestehen bleiben. Sie seien jedoch nicht voneinander zu trennen, sondern in der Person Jesu unlösbar miteinander verbunden.
Mit diesem Dogma erklärt das Konzil den sogenannten Monophysitismus, wie er von Teilen der östlichen Kirchen gelehrt wird, zur Irrlehre und exkommuniziert dessen Vertreter. Haben sich wieder gegenseitig exkommuniziert. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. In Anführungszeichen, Concilium Chalcedonense, Anführungszeichen Ende. Das Konzil beschließt die Ablehnung des Monophysitismus, dessen Anhänger sich daraufhin von der Reichskirche abspalten und eigene Kirchen wie die armenische und die koptische Kirche gründen. In Klammern Kupferstich von Matthäus Merian, dem älteren 17. Jahrhundert, Klammer zu. Ist ja auch so eine Sache, ja, dem sind wir jetzt bei diesen, wo mir dann auch mal so Sachen vorkommen, dass die ihre Frauen umbringen. Ja, sind so die Jesiden, wenn man mal von Christen allgemein spricht. Hat man immer das Bild von den Hiesigen im Kopf, aber das muss nicht stimmen, das kann auch ganz anders sein. Wir erinnern uns noch an, ich glaube, Hannover, was, wo dieser Jeside seine Frau hinten an Auto gehängt hat und hat sie geschleift. Weiter geht's. Um 452 mit einer Randbemerkung. Der britische König Vortigern heiratet Rowena, die Tochter des jüdischen Fürsten Hengist. Er bietet seinem Schwiegervater Land im Gebiet des heutigen Kents an. Hengist lässt daraufhin zahlreiche Krieger vom Festland nach Britannien kommen, die Vortigern im Kampf gegen die Pikten unterstützen sollen. Und weiter geht's. Und da sind wir schon auf Seite 7. Um 453. Brigitte, Nationalheilige Irlands. In Nordirland wird die heilige Brigitte als Tochter einer Sklavin geboren. Brigitte, die um 525 in Kildare stirbt, ist eine der drei irischen Nationalheiligen. Sie gründet in der Grafschaft Kildare ein Doppelkloster, in dem sie Mönche und Nonnen zum christlichen Leben anleitet. Kurzes Bäuerchen, Entschuldigung. Auch der Abt der Mönche untersteht ihren Weisungen. In vielen Geschichten aus Brigids Leben spiegelt sich die Erinnerung an die Welt der vorchristlichen Mythologie. So soll Brigid als Kind einen Brand in einem Haus unversehrt überstanden haben. Ein ewiges Feuer fand sich auch in einem Kultbau zu Ehren einer alten keltischen Göttin, die auch unter dem Namen Brigid verehrt wurde. Und weiter geht's. Dann nehmen wir gleich die Randbemerkung weg, hier ganz rechts. Gut, nehmen wir zum Schluss oder danach. 454. Hunnenreich endgültig zerschlagen. Mit der Niederlage gegen die von ihrem König Arderich angeführten ostgermanischen Gepiden in der Schlacht an der Nedao zerbricht das von Attila begründete Hunnenreich. Trotz der Niederlage auf den katalanischen Feldern hatte sich der sieggewohnte Hunnenkönig Attila nicht geschlagen gegeben. 452 war er erneut zu Raubzügen aufgebrochen. Sein Heer eroberte Mailand, Verona, Padua, Vicenza und Bergamo und zerstörte Aquileia. Durch direkte Verhandlungen mit Attila verhinderte Papst Leo I. die Einnahme Roms. Die Legende berichtet, Leo I. habe Attila von dem Schicksal des Gotenkönigs Alarich erzählt, der im Jahre nach der Eroberung Roms gestorben sei. Geschwächt durch Seuchen und Hunger zogen sich die Hunnen zurück. Nach seiner Hochzeit mit der burgundischen Prinzessin Ildiko war Attila im Jahre 453 gestorben. Ja, entweder vergiftet oder Blutschnurz, haben wir gehört. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Papst Leo I. gelingt es 452, den Hunnenkönig Attila vor Rom aufzuhalten. In Klammern Relief am Petersdom in Rom, 17. Jahrhundert, Klammer zu. Da palabern sie gerade oder erzählten wahrscheinlich gerade, wenn du Rom plünderst, dann ergeht's dir wie Alarich und du wirst gleich daran sterben. Und da ist der Hunnenkönig abgezogen. So die Legende. Ja, und jetzt kommt die Randbemerkung.
haben wir 454 noch einmal. Der weströmische Feldherr Flavius Aetius wird von Kaiser Valentinian III. Ermordet. Aus Rache töten die Gefolgsleute von Flavius Aetius ein Jahr später den Kaiser des Weströmischen Reiches. Mit dessen Tode endet die theodosianische Dynastie. Und dann das Letzte für heute, der 2. Juni 455. Und da sind wieder die Germanen, die haben es gemacht, die sind nicht so abgezogen. Da Vandalen plündern Rom. 2 Wochen lang plündern die Vandalen Rom. Schutzlos fällt die Metropole des einstigen Weltreiches in die Hände ihrer in Anführungszeichen barbarischen in Anführungszeichen Feinde. Punkt. Die Vandalen, die 429 von Spanien nach Nordafrika übergesetzt waren und dort ein eigenes Reich gegründet hatten, fühlen sich als legitime Nachfolger des einst mächtigen Karthago. Der Vandalenkönig Geiserich will mit dem Einmarsch in Rom die Zerstörung Karthagos durch die römischen Truppen im Jahre 146 vor Christus rächen. Der weströmische Kaiser Maximus verzichtet auf jeglichen Widerstand. Er will fliehen, wird jedoch von einem seiner Leibwächter erschlagen. Papst Leo I. geht dem in Rom einziehenden König Geiserich entgegen und erhält von ihm die Zusage, dass die Stadt nicht zerstört und die Bevölkerung nicht misshandelt werde. Die Vandalen können daraufhin Rom plündern, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Sie decken das vergoldete Dach des Jupitertempels, das alte Wahrzeichen römischer Macht, ab, rauben Gold, Silber sowie Kunstwerke und bringen zahlreiche Statuen vom Forum Romanum auf ihre Schiffe im Hafen von Ostia. Die Vandalen nehmen viele reiche und vornehme Römer gefangen, von deren Familien sie ein umfangreiches Lösegeld verlangen. Unter den Geiseln befindet sich auch die Kaisergattin Eudoxia und deren Tochter Eudokia. Vielleicht hat er ja sogar gesagt, plündert extra das Zeug, was die Römer so als Kult noch haben. Da sind wir es endlich los. Und dann ist nur noch die Kirche, die hier brillieren kann. Ja, hier haben wir wahrscheinlich ein Bild dazu, genau. Goldschmuck der Vandalen aus einem Sarkophag im tunesischen Karthago. In Klammern 5. Jahrhundert, Klammer zu. Von der Hauptstadt ihres nordafrikanischen Reiches aus unternehmen die Vandalen ihren Eroberungszug gegen die ewige Stadt. Ja, also nicht dieses Jupiter-Teil, was sie da zeigen, sondern ja. Ja, wir waren so außer Hannibal die einzigen, die es wirklich geschafft und gewagt haben, Rom mal entgegenzutreten. Und damit sind wir fertig für heute. Wir sind schon bei 43 Minuten. Also jetzt noch 2 Seiten anzufangen, wäre Wahnsinn. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch wieder dabei. Ich hoffe, es ist halt nicht zu spät drin, dass auch dann noch genug Muße und Zeit und Lust und Zeit ist, zu schauen. Ja, und dann hoffe ich, dass wieder das ein oder andere dabei war, was die Wissen, was Wissenslücken gefüllt hat, beziehungsweise all das Wissen wieder aufgefrischt hat, ein bisschen ein paar Anregungen zum Nachdenken über die Geschichte liefern konnte. Und damit hoffe ich doch, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.